herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute ganz happy. Das Video kommt auch jetzt relativ spontan, weil mein Bienenwachs ist angekommen. Damit habe ich ganz, ganz viel vor. Ich habe mir das im Internet auf dem Diatlin-Shop bestellt und habe jetzt auch gerade schon für euch gefilmt, wie man eine sogenannte Pechsalbe macht. Pechsalbe nicht deshalb, weil man die Salbe verwendet, wenn man Pech hat, kann man auch. Aber Pech ist ja das sogenannte Harz. Und ich habe jetzt eine Salbe aus Fichtenharz hergestellt, Bienenwachs und Schwarzkümmelöl, weil diese Salbe aufgrund des Harzes sehr antiseptisch wirkt und entzündungshemmend und in der Kombination mit dem Schwarzkümmelöl und dem Bienenwachs auch noch krampflösend. Und ich habe beispielsweise bei meiner Regel immer ziemliche Probleme mit Bauchkrämpfen. Aber auch für Kinder ist es auch optimal, wenn sie sich verletzt haben. Und laut der alten Heilkunst hilft Harz auch gegen Gicht, Rheuma und sonstige Gelenksbeschwerden und Muskelverspannungen, Krämpfe. Man sagt auch in der Schwangerschaft, also gegen Ende der Schwangerschaft, dieser Salbe nach, dass sie auch wehentreibend ist. Also allein schon der Geruch von Harz. Ihr kennt ja das, wenn Frauen auch an der Zitrone riechen sollen oder so, dass die Wehen ausgelöst werden. Also es riecht schon sehr, sehr hart, diese Salbe, obwohl ich da jetzt noch ätherisches Lavendelöl drin habe. Und ich bin echt total happy, weil die ist jetzt endlich abgekühlt und es ist so eine richtig, richtig schöne Salbe geworden. Sie ist fest, läuft dicht raus, schaut schön aus in dem Wegglas. Ich zeige euch das mal. Deswegen bin ich total happy. Und wenn ihr sehen wollt, wie diese Pechsalbe geht, dann bleibt dran. Genau, was ich noch vergessen habe zu erzählen, und zwar, ihr könnt jedes beliebige Pflanzenöl, Hauptsache Bio, sag ich, also anwenden für diese Salbe. Und warum ich Schwarzkümmelöl ausgerechnet verwendet habe, und zwar, ich bin vor kurzem erst wieder, also ich bin schon lange ein Verfechter von Schwarzkümmelöl, auch die Mia, unser Hund, bekommt es ins Futter, wegen Zecken. Und ja, Schwarzkümmelöl, also wie gesagt, ich bin vor kurzem wirklich auch wieder auf handfeste Studien gestoßen und da bin ich ja echt immer ein Fan davon, weil auch die ganzen Kritiker, die immer sagen, ja, das ist doch bloß Gerede, haben dann da auch mal was schwarz auf weiß zu lesen. Und Schwarzkümmelöl wirkt ja antiallergisch, also gegen Allergien. Und Schwarzkümmelöl enthält ganz, ganz viel Folsäure, hilft dementsprechend bei Fußpilz und Schuppenflechte, bei Asthma sowieso. Und es ist auch das sogenannte Saponin-Melatin enthalten. Das hilft bei, also es hat eine sekretlösende Wirkung und hat auch eine sehr reinigende Wirkung. Von dem her, wenn man das auf Wunden schmiert oder auf irgendwelche entzündeten Stellen. Also ich habe Schwarzkümmelöl nicht nur so verwendet, weil ich es jetzt gerade da hatte, sondern weil ich finde, das ist auch eine wahnsinnig gute Kombi. Und ich freue mich jetzt wirklich, diese Salbe anwenden zu können. In so einem geschlossenen Behältnis hält es ungefähr 6 Monate. Also über den Winter kommt ihr damit locker. Ja, viel Spaß beim Video. Also brauchen tut ihr genau 4 Zutaten. Und zwar, ich fange mal an mit dem Pflanzenöl. Ich habe jetzt Bio-Schwarzkümmelöl verwendet. Das sind ungefähr 70 Milliliter. Dann habe ich hier Fichtenharz. Das habe ich selber gesammelt. Und dazu ist auch zu sagen, da habe ich keinen Baum irgendwie aufgeschnitten oder angebohrt, sondern ich bin wirklich mit offenen Augen durch den Wald gegangen und habe dieses Fichtenharz gesammelt. Einen Eierbecher voll Bienenwachs und ein ätherisches Öl. Ich habe mich jetzt hier für das Lavendelöl entschieden, weil Lavendelöl beruhigend wirkt und entspannend auch. Und also der Duft ist sehr angenehm. Also ich meine, diese Salbe verwendet man ja bei Entzündungen, bei stumpfen Wunden, bei blauen Flecken. Es ist eine Zugsalbe, die die Entzündungen rauszieht. Also wie der Name schon sagt, Pechsalbe. Pech ist ja das Harz. Und ich assoziiere das auch damit, wenn du wirklich, wenn es dich schmeißt, wenn du eine Verletzung hast, wenn du Krämpfe hast. Also sie ist auch sehr krampflösend, wie wir schon gerade gehört haben. Was auch vielleicht für die Mädels ganz gut ist. Diese Pechsalbe ist wirklich bei Periodenschmerzen, wenn man sich die auf den Bauch schmiert, wirklich total klasse. Und da beruhigt natürlich das Lavendelöl auch. Und jetzt fangen wir... So, also ich habe mir jetzt noch ein Sieb beiseite gelegt, weil ich eben
das Harz noch nicht gereinigt habe. Und ich habe das auch, weil ich damals, als ich das gesammelt habe, keinen Behälter dabei hatte, in ein Blatt eingewickelt, damit es nicht so barzt. Es geht natürlich auch Olivenöl oder Sonnenblumenöl. Hauptsache ist es pflanzlich und wirklich auch biologisch. Dann erhitze ich das. Also ich habe es mal auf Stufe 8 von 9. Dann kommt nach und nach eben der Teelöffel Bienenwachs rein und der Harz. So, das Harz, jetzt habe ich gerade der Harz gesagt, aber das Harz habe ich jetzt schon mal in das Öl eingelegt. Und wenn ihr wissen wollt, ich nehme das Schwarzkümmelöl von Vital und Fit. Da bestelle ich ja auch meine Brokkolisprossen und einige andere Sachen noch. Vital und Fit mit 100 heißt es. Ich habe es euch mal unten verlinkt. Das ist wirklich 1A Qualität und das kriegt auch die Mia, also unser Hund, ins Fressen immer eintropfen. Das hilft eben gegen Zecken, natürlich, also auf natürliche Weise, und es hilft wirklich. Ich habe einige Sachen ausprobiert, Kokosöl kriegt sie zusätzlich, also auf Kokosöl bei Zecken schwöre ich nicht. Sie kriegt es zwar zusätzlich aufs Fell, aufs Genick geschmiert, aber als ich nur Kokosöl angewendet habe, noch nicht in Kombination mit dem Schwarzkümmelöl, hatte sie die ein oder andere Zecke. Oh, das riecht schon ganz gut, jetzt wenn er langsam schmilzt. So, jetzt schütte ich hier nochmal das Bienenwachs langsam ein bisschen dazu. Es klebt alles total in dem Eierbecher. Das ätherische Öl gebe ich dann ganz zum Schluss hinzu, wenn es dann schon sozusagen durch das Sieb gefiltert wurde. So, das war jetzt mal alles. Und jetzt einfach warten, bis es schmilzt. Und also ihr seht schon, das Bienenwachs hat sich jetzt schon fast ganz aufgelöst. Und ihr seht schon, warum ich das durchlasse, durch das Sieb. Anbrennen sollte es nicht. Also wenn es so dampft, ziehe ich das hier mal kurz rüber von der Platte und rühre immer schön um. So heiß sollte das Öl nicht werden. Wo filme ich denn hin? So, ich lasse es jetzt hier drüben, weil jetzt schon alles geschmolzen ist. Dann kann es ein bisschen abkühlen und dann lasse ich es durch das Sieb durch. Und währenddessen gebe ich in so ein kleines Gefäß, das habe ich erst vor kurzem gekauft, deswegen ist es unten noch nicht ganz ab, aber ich stehe auf diese Einweggläser, das ist so ein ganz kleines Einwegglas, gebe ich ein paar Tropfen von dem Lavendelöl in das Glas. Oder daneben. So, ich habe jetzt so 15 Tropfen dazu gegeben. Und dann kommt da eben das Sieb drauf und dann schütte ich eben die Pechsalbe rein. Und dann muss das Ganze nur noch abkühlen. Ich werde es dann auch nochmal mit einem Löffel umrühren, damit eben sich das ätherische Öl auch verteilt. Und dann ist es schon.